Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Und ich habe mich für diesen Kranich heute entschieden. Der sollte eigentlich nicht so schwer sein, die drei Runden zu komplettieren, zumindest theoretisch. Und zwar, dass ich mir hier den Toad schnappe, die Verpackung, dass das gleich mit runterfällt. Und dass ich dabei hier, dann wenn ich hier so reingreife, dass ich den Yoshi hier runterwerfe und danach halt hier den Bowser rausziehe. Und dann hoffen wir mal, dass das klappt. Ich habe zumindest gesehen, dass es möglich ist. Und dann gucken wir, ob das wirklich klappt, weil wenn nicht, dann, ja, dann habe ich wieder versemmelt. Na komm. Okay, das ist doch runtergefallen. Also wie gesagt, das habe ich schon mal gesehen. Ist natürlich interessant, wie die Marke runterfällt, also die Yoshi OVP, aber natürlich umso schöner, gell. So, dann hoffen wir mal, dass ich jetzt, wenn ich das hier jetzt greife, dass halt Yoshi runterfällt. Wenn nicht, auch nicht so schlimm, weil, wie gesagt, ich möchte heute hier zumindest mal die zwei Marken weg haben. Und sollte die dann übrig bleiben, dann kann man die auch beim nächsten Mal direkt greifen, wenn man halt die hier weg hat, dass er halt die direkt drüber hebt. So, go, go. Natürlich nicht zu viel quatschen, gell. Na komm, schweig runter. Dann hat nicht, okay, dann hat nicht. Bleib halt stehen, Yoshi. Das ist halt immer das Schöne, wenn man sagen kann, gut, man kann die Marke ignorieren. Dass man halt sagen kann, gut, man kann sich auch beim nächsten Mal darum kümmern. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn sie halt jetzt hier runtergefallen wäre. Und dass man halt hier dann Bowser greift, dass man halt den Kran in drei Runden komplettiert. Aber besser so, als wenn man immer wieder Kränen hat, die man wieder komplett von vorne anfangen müsste. Und dann, ja, wenn ich dann Bowser habe, mache ich aus einem 3-Runden-Kran einen 2-Runden-Kran, gell? Auch wenn es dann 3 mal 2 ist, gell, in dem Sinne. Also 5 insgesamt. Und dann gehen wir mal zum Training. Hier ist unser Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Und wieder Bombenkran. Ich denke da nicht mehr drüber nach. Ich werfe einfach. Ihr wisst ja, ihr kennt ja meine Meinung über Bombenkräne. Muss sowieso erstmal alles gelockert werden. Wobei es natürlich hier natürlich ja lustig ist, warum die sich nicht gelockert hat. Aber okay. Ich sag dazu mal nichts. Na, okay, das ist jetzt ganz dumm. Upsala. Gut, dann schmeißen wir halt hier oben drauf. Wenn die Marke nicht will, dann will sie halt nicht. Das ist halt immer so der Gedanke. Also die Kräne, wie gesagt, man könnte sie auch in 3 Runden komplettieren, aber wenn die Marken halt so fallen, dass, ja, wie man es jetzt gerade sieht, dass hier so eine Lücke entsteht, dass sie einfach hier runterrollt, dann ist natürlich doppelt toll, ja. Ich versuche mal hier leicht dagegen zu werfen. Ja, okay. Sollte man vielleicht eher machen, dass halt die Bombe dann, bevor sie runterrollt, hier schon irgendwo explodiert, aber ihr seht es halt selbst. Das ist halt so eine Sache für sich. Entweder habe ich jetzt die Möglichkeit hier reinzuwerfen oder ich werfe hier leicht drüber, aber dann ist. Ja. Ich mag keine Bombenkräne, wisst ihr, wie es ist, gell? Das war dumm, ja. Ich wollte eigentlich da dagegen werfen, aber. Egal. Okay, ich muss dazu sagen, ich habe 2 Würfel selber versammelt. Das liegt an mir. Aber generell der erste Wurf, dass die Marken links alle runterfallen und rechts natürlich nichts passiert. Oh, ich habe sogar 2 Runden. Ist das Game mal gnädig mit mir? Soll ich mir vielleicht den Yoshi dann doch noch greifen? Aber ich hole mir erstmal den Bowser. Bin ich ganz ehrlich. Okay, gut, dann vielleicht gehen wir noch komplett. Gucken wir mal. Los, probieren, lass uns durch hier. Go, go. Komm. Yay. So, ja. Und der doppelte Vorteil ist, sollte ich das Bowser nicht gleich rausziehen können, dann habe ich noch eine 2. Chance. Das ist natürlich auch ein kleiner Vorteil, oder? Aber gucken wir mal. Ich meine, die Form von der Marke sollte ja eigentlich passend sein, dass man den rausziehen kann. Na komm, bitte. Okay, halt ihn fest. Alles klar. Sollte eigentlich kein Problem sein. Und jetzt hole ich mir noch den Yoshi und dann haben wir es doch komplett. Ja. War auch ganz gut, wenn man es dann so hat. Ich habe es ja schon mal gesagt. Sehr schön gewesen, wenn der Kran, wenn man öfters mal mehr als eine Runde aus einem Training bekommt. Und dann kommt heute richtig mal der, ja, der blaue Bonus der passenden Zeit. Das ist natürlich auch von doppelten Vorteil gewesen. Sehr schön, komplett. Wenn, wenn ich jetzt in 3 Runden geschafft hätte, dann hätte ich nochmal versuchen können, eventuell den Raichu aus dem heutigen Kran zu holen, der mir ja noch fehlt, aber ist nicht so wild. Ich habe den Raichu-Kran extra ignoriert, weil der ja eher 2-Runden-Kran ist und der Kran hat mich hier halt angelacht. Ist natürlich doppelt gut, wenn er dann noch komplettiert hat und beim nächsten Mal überhaupt nicht mehr spielen muss, gell? Ist ja schön. Wäre natürlich noch schöner, wenn man öfters mal 4 Runden am Tag hätte, aber das kann man sich halt nicht wünschen. Das passiert halt, wenn das Game sagt ja oder nein, gell? Aber dann gehen wir mal in die Sammlung. So, und da haben wir sie, die ganzen Amiibo-Marken. Na komm. Vor allem der Bowser hier, der gefällt mir richtig gut. Den habe ich auch als, ehrlich gesagt, ich habe alle 3 hier aus einem Bündel mal gesammelt. Die habe ich ja aus dem Grund, weil ich ja Mini Mario and Friends Amiibo Challenge gespielt habe.
Aber ist natürlich doppelt schön, wenn man halt dann mal wieder einen neuen Kran anfängt und ihn dann auch wieder direkt komplettiert. Nicht so wie die anderen Kräne, wo man denkt, ja gut, da fehlt mir die eine Marke und dann fail ich, so wie gestern. Gerade bei Stabkran und sowas. Aber ich freue mich. Ja, so ist es immer schön, wenn man dann vielleicht ein, zwei Tage fehlt und dann wieder einen Tag wirklich erfolgreich ist. Ist doch gut, gell? Was meint ihr? Besonders bei der Menge an kompletten Sets, gell? Da wird es ja auch immer, es wird ja nicht leichter. Hab's gesagt immer wieder. Dann, ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Also, ja, wie gesagt, ich habe zwei schlechte Bombenwürfe gehabt. Aber auch der erste hat nicht alles gelockert, was mich natürlich immer ärgert. Aber was will man machen? Bombenkran, gell? Aber gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.